Zum ersten Test des Banketteneinbauzug, Bankettfertiger an Traktor mit Plattenverdichter unter Praxisbedingungen, bediente man sich der Fachkunde einer Asphaltfertigerkolonne eines führenden oberhessischen Bauunternehmens, der Firma Kasperbau aus Lautertal. Nur so lassen sich Schwachpunkte analysieren und Verbesserungswünsche besprechen, um danach den anspruchsvollen Steherkunden eine bewährte Lösung anzubieten. Von einem LKW, der gegen die Rollen des Fertigers fährt, wird der Vorratsbunker befüllt und über ein Förderband seitwärts in den Bankettbereich gefördert. Über eine bis zu 2 Meter breite Einbaubohle wird Material wie Mineralgemisch, Beton oder Asphalt darin eingebaut. Die Steuerung erfolgt elektrohydraulisch, versorgt von der Load-Sensing-Hydraulik des Traktors. Mit dieser Kombination lassen sich Straßenbanketten mit einer Geschwindigkeit von ca. 1 km pro Stunde mit einem Kraftstoffverbrauch von nur 6 bis 8 Litern herstellen. Am Heck befindet sich der Plattenverdichter mit 80 kN Wuchtkraft, mit Breiten von 700 bis 980 mm, auf Wunsch auch mit Wasserberieselung. Ein daran befestigter Kehrbesen reinigt zum Abschluss die Fahrbahn. Mit der Form des Tellerbesens war man nicht zufrieden. Dieser wird gegen eine 60 cm breite Kehrwalze ausgetauscht. Weitere innovative Steher-Spezialmaschinen finden Sie auf unserer Webseite unter www.steher.com oder in der App. Suchen Sie im jeweiligen Store, ob Android oder Apple, nach Steher-Baumaschinen. Unsere Baumaschinen-Videos finden Sie unter www.steher.tv und bei Instagram sind wir ebenfalls unter Steher-Baumaschinen zu finden.